Hallo und herzlich willkommen zurück zu Surviving Mars Green Planet. Sehr schön und schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast. So, Freunde, die Rakete ist fast voll. Ne? Fehlt nicht mal viel. Dann ist sie full. Und dann kann sie weg. So, ich musste aber jetzt starten, weil... Ne? Wir haben hier technische Sachen angefordert, die wir jetzt... Ja, landen lassen müssen. So. Zack. Die Rakete landet da. It's a rough life here on Mars. Ui. Oh. Nobody knows the trouble we've seen. Das Leben auf dem Mars ist hart. Sogar die am besten Vorbereiteten sind nicht von der Sucht gefeit. Trotz aller Bemühungen, diesen Ort so sicher und der Heimat so ähnlich wie möglich zu machen, ist der Verstand eines interplanetaren Pioniers ständig großen Gefahren ausgesetzt. Wir alle gehen... anders mit diesem Druck um. Adrian Christian hat zur Flasche gegriffen, um damit fertig zu werden. Tipp, der Gründer Adrian Christian hat die Eigenschaft Alkoholiker. Alkohol ist keine Lösung, mein Freund. Alkohol ist keine Lösung, definitiv nicht. Nehmt euch alle zu Herzen, Alkohol ist keine Lösung. So, noch drei Sprit. Ja, gut. So, nochmal hier, kannst du ausschlachten. Und ausschlachten. Und jetzt haben die alle wieder eine Fehlfunktion, weil sie alle hier im Radius drin waren. Ach, ist das furchtbar. Aber guck mal hier, unser Strom. Mal gucken mal an hier. Wir haben hier speicherten Strom fast 4000. Ist das nicht krass? Alter, das ist ja Wahnsinn. Hier, Sektor H5. Okay. Wo ist denn jetzt hier Metalle? Hier oben. Alter, am Arsch der Welt, ey. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Wenn es Spaß macht. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Die Rakete muss los. Noch 2 und 5. Ja, komm, das kriegen wir gleich hin. Okay, die müssen jetzt natürlich erstmal alle hier repariert werden und ne. Und dann haben wir. So, pass mal auf jetzt. Zack. So. Dann haben wir nämlich hier auch jetzt 8 von 8. Das war nämlich das, was noch in der Rakete mit drin war. Die 2 Drohnen. Super. So, Metalle, Beton, Nahrung, Polymere, Elektronische Maschine. Nach elektronischen? Ja, okay, das passt alles. Ah, brauchen wir uns keinen Kopf machen. Alles super. So, noch 3 Metalle. Dann ist die Rakete fertig. Oh, wie nice. Ich weiß gar nicht, welche Folge ist denn das jetzt hier? Die 6.? In der 6. Folge schon so eine Quest? Hätte ich nicht gedacht. Ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir es jetzt schon in der 6. Folge schaffen, eine Rakete als Quest, sag ich mal, abzuschießen vor allen Dingen. Wir schießen sie ab. Transportproblem. Drohnen sind überlastet. Was? Ja, sind sie nicht mehr. Weil... Ja gut, jetzt, weil sie das da leer machen müssen. Ja, wir müssen immer ein bisschen hinfahren. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Ja. 3 Metalle. 2 hier kommen da. Und einer müsste irgendwo noch rumgurken. Lalalala. Da kommt der Letzte. Hier, das ist der Letzte. Und dann ist die Rakete fertig. Dann kann die Rakete starten. So. Wir müssen mal gucken. Okay. Lalalala. Und rein mit dir. Ach, wir hätten ja auch die Priorität hochsetzen können. Fällt mir gerade ein. So, pass mal auf hier. Alle Drohnen zurückrufen. Fliegt die jetzt von alleine weg? Fliegt die jetzt von alleine weg? Leute, der Start der Rakete. Da, sie hebt ab. Sie fliegt in ihren Untergang. Sie fliegt in ihren Untergang. Mach's gut, du schöne Rakete. Freundschaft 3 warst du. Eine Dreierfreundschaft funktioniert meistens nicht. Ach, so Quatsch. Klar kann die funktionieren. So, zeig mal her. Ein Metall noch. Dann hat er 16. Okay, er fährt automatisch weiter. Sehr schön. Das machst du gut, mein Junge. Bin ich stolz auf dich. So. Zack. Den Landeplatz natürlich. Der Landeplatz für eine Rakete. Ja, ja, der ist gleich weg. So, wie lange brauchen die jetzt? Die Rakete geht verloren. Startvorgang läuft. Aktuelles Stadium. Startvorgang läuft, okay. Mach mal ein bisschen schneller. Ich glaube, wenn der Landeplatz weg ist, dann... Genau,
genau jetzt. Und jetzt können wir nochmal drauf gucken. Hier. 11 Stunden brauchst du. Sie braucht nur 11 Stunden. Das heißt, die fliegt nicht schnell. Die fliegt nicht lange. Nice. Kann man das jetzt hier irgendwie auch sehen? Fliegt zu einem Spezialprojekt. Ja, Weltraumspiegel. 10% kriegen wir, Leute. 10%. Das heißt, das ist ja schon mal gesetzt, dass wir dann flüssiges Wasser auf der Oberfläche haben können, ne? Ist euch das bewusst? Ja, 10% sind ja nicht gleich 10 Grad. Von Kernwärme, Konvektoren, von Treibhausgas, Fabriken. Flüssiges Wasser in Seen. Und auf der Oberfläche des Mars gehen. Ah! Das kann sein, dass das dann auch regnen kann, oder? Ah, ne, gut, wir brauchen erstmal eine Atmosphäre. Wir brauchen erstmal eine Atmosphäre. Aber ich denke mal, wenn du Atmosphäre und Temperatur hast, dann kriegst du Wasser plus Vegetation dann eigentlich, ne? So ist es ja eigentlich, ne? Also du brauchst ja erstmal diese Atmosphäre und diese, ne, das auch von den Temperaturen her passt. Wenn du das dann hast, dass es dann regnet, aber ja, woher soll das Wasser kommen? Ne? Du musst ja dann mal so einen kleinen Arschtritt geben und dann passt das. So, Kuppel. Wir wollen eine Kuppel bauen. Darum ging es uns heute auch noch. Kuppeln. Ich mag das. Ich mag das jetzt schon, diese Riesenkuppel zu bauen. Aber nein, ich muss mir auf die Finger klopfen. Nicht jetzt, Freunde, nicht jetzt. Weil wir brauchen. So, müssen wir mal kurz gucken. So, hier, zack. Zack, halt. Zack. So, ha? Vielleicht noch eins. So, zack. Okay, schön. So, hier, die kannst du mal alle wieder auspacken. Die haben zu schuften. Was brauchen wir? Beton 80. Das wird ein Problem. 20 Metall, kein Ding. Polymere, auch kein Ding. So, gut. Das heißt, die müssen jetzt erstmal das bauen. Wir brauchen allerdings noch einen zweiten Betonextraktor. Dick, 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 dick. Den müssen wir auch noch bauen. Ja, kriegen wir hin. So, warte mal. Drehen. Jetzt war ich zu weit. So. Warte mal. Kriege ich das vielleicht so hin? Ja, ich will es jetzt schon wieder ein bisschen zu schön wahrscheinlich bauen. Obwohl, das müsste ja eigentlich gehen, ne? Ist das egal, wenn ich jetzt hier... Ja, okay. Warte mal, so würde ich das gerne. Ein bisschen höher, vielleicht so. Okay. So, jetzt brauchen wir Strom. Wollen wir auch noch verbinden. So. Okay. Dann haben wir nämlich noch einen zweiten Beton. Mixer, Mischer, wie auch immer. So, hier wird schon betankt. Ich bin im Überlegen. Warte mal, wir müssen hier Planetenansicht... So, die eine fliegt. 7 Stunden noch. Oh, was habe ich denn hier? Savannah-Projekt. Zusätzliches Inventar, Expedition, neue Technologien. Mehrere eigenartige Signale, die wir in letzter Zeit empfangen haben, konnten auf dieses Gebiet zurückverfolgt werden. Sie trägt jetzt den Spitznamen Die Zone. Aha. Okay, wir brauchen 5 Drohnen und Expeditionszeit 12 Stunden. Ergebnis neue Technologien. Ja, warum nicht? Die 5 Drohnen kriegen wir ja dann rein, ne? Oder? Ist ja kein Thema. Dann nehmen wir einfach hier 5 weg. Und lassen die dann einfach abfliegen. Lade ab, benötigte Fracht, warte auf tanken. Ja, okay, mach das mal. Da, ach, wie geil. Oh mein Gott, ey, ich bin so ein Klops. Aber es macht so viel Spaß. Es macht so viel Spaß. So viel Spaß. Starten. Weltraumspiegel. Genau. Die wird gemacht. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen hier die hier. So, der hat 8er. Ich glaube, wir müssen uns noch eine Frachtrakete mit 8 Drohnen und... warte mal. Ich muss überlegen. P. Eine Frachtrakete. Wir brauchen... Kommandeur. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Damit wir den drin haben. Dann brauchen wir elektronische Teile. Kannst du gleich mal 80 mitnehmen? Ja. Ich bin. Hm? Ihr wisst. Ich auch nicht. Treibstoff ist jetzt. Ja. Es reicht ja eigentlich aus. Maschinenfabrik. Ach, die baut man innen drin.
Ach, die Maschinenfabrik baut man innen drin. Das habe ich nicht gewusst. Das stellen wir uns ja automatisch aus Metallmaschinenteilen her. Okay, dann bringen wir mit. Die Polymer wird draußen hingestellt. Elektronikfabrik wird drinnen hingestellt. Kosten 600 Millionen, alter Falter. Die nehmen es aber auch für die Toten, du. So, Treibstoff, Feuchtigkeitsdrohne. Ja, die Elektron ist jetzt. Polymer ist halt draußen. Aber die Maschinenfabrik drinnen? Aber da brauchst du auch wieder Ingenieure, ne? Ja. Ach, weißt du was? Dann haben wir sie einmal. Komm, dann haben wir sie einmal. Wir holen uns jetzt die Fabriken noch ran und gut ist, dann haben wir sie einmal da. Ist die voll? Die ist voll. Starten. So, auf geht's. Auf geht's, ab geht's. 3 Tage wach. Was? Zeig her, wie sieht's aus? Okay, die muss noch auf jeden Fall entladen werden. So, jetzt bauen sie ja aktuell hier. Warte mal, ich muss hier die Priorität hochschrauben. Auch wenn ich den Beton jetzt hierfür brauche, für die Kuppel. Das hört sich immer furchtbar an, die Musik. Weißt du, wieso? Du kennst immer denken. Ne? Brauchen wir hier eigentlich für... Ja, da brauchen wir doch auch Metalle. Wieso lieferst du die jetzt hier nicht ab? Ne, jetzt habe ich Scheiße gemacht, oder mal. Ressourcen entladen. Ja. So. Da entlädt er uns nämlich jetzt da schon mal die Metalle. Da brauchen die das nämlich nicht von hier zu schleppen. Egal. Ja, der glaube da ist es. Warte mal, ich sollte vielleicht mal einfach ein bisschen schneller machen, ja auch, oder? Aber irgendwie noch 5 Solz und wir haben immer noch irgendwie nicht die Leute hier irgendwie. Gründer sexy, Partylöwe, Gründer, Alkoholiker, gelassen, Gründer. Arbeitsfähig, arbeitsunfähig. Nein, was ich... Wieso macht ihr kein Baby? Ihr sollt Babys machen. Oh mein Gott. Ihr sollt doch ein Baby machen. Egal. Thron überlastet. Sehr schön. Hören wir mal gerne. Wir sollen was tun für euer Geld. Jetzt aber Geld kriegen wir. Die kriegen halt nur... Ne? Genau so. So, warte mal, wie sieht's denn aus? Ah, guck mal hier, haben schon 11,3 Nahrung. Okay, nice. Ist gerade nämlich fertig geworden. Sehr schön. Was wollte ich mit dir machen? Du sollst weiter Metalle holen. So. Wie sieht's aus? Noch 5? 5 Sprit? Haben wir da. Okay, alles klar. 92% Weltraumspiegel. Da müsste ja dann hier stehen 10%. Oberflächentemperatur des Mars. Je höher dieser Parameter ist, desto besser sind die Bedingungen für erdähnliches Leben. Ah, das heißt, wir brauchen das quasi auf 100%, ne? Damit dann... Genau. Oh mein Gott, hey, was ist denn das hier? Sind das Schießkanonen? Also Metroiden-Schießer? Also die im Schießer, ja. Ach komm, lassen wir das. Also Schusswaffen, die Metroiden abschießen. War das nicht so? Ja, nehmt doch hier die Metalle, ihr Deppen. Research complete. Neu. Schließe ein Spezialprojekt ab. Geil. Transportoptimierung. Der ferngesteuerte Transporter baut Ressourcen schneller ab. Sein maximales Laden. Geil, jetzt haben wir das. Okay, was haben wir hier? Rohrdruck. Ferngesteuerte Kommandeure. Ferngesteuerter Transporter. Achso, ja, da können wir... können gebaut werden. Genau. Okay. Ja, das ist jetzt... Ich brauche Shuttle, Leute. Ich brauche Shuttle. Und nicht irgendwie hier... Gesteins, Lowpilze, Moss. So war das. Genau. Ich brauche diese.
Okay, so haben wir das. Nachricht ansehen. Drohnen sind überlastet, das ist klar, wie immer. Weltraumspiegel starten. Die Schönheit eines Weltraumspiegels kann selbst den erfahrensten Raumfahrtingenieur innehalten lassen. Als der Weltraumspiegel in Position gebracht wurde und variierte Sonnenstrahlen zu uns sandte, machte sich auf allen Gesichtern in der Einsatzleitung eine Spur von Stolz bereit. Das kann man ja auch sein, ne? Das kann man ja auch sein. Oh, guck mal, ist das hier gleich heller geworden? 5,5 Stromerzeugung. Siehst du, statt 5 machen die jetzt 5,5. Sehr krass. Okay. Gründerstadium. Ja, bis jetzt überleben sie. Die werden auch überleben. Das ist kein Ding. Aber hier sieht es momentan... Ja, was machst du? Wieso haust du denn jetzt ab? Mach doch fertig hier den. Naja. Mein Gott. So, er baut jetzt natürlich schneller ab. Okay, wie sieht's aus? Ist er betankt? Ja, betankt. So, Drohnen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ja, es hört auch irgendwann auf. Ach so, die müssen das noch abladen. Eins, zwei, drei, vier. Guck mal, der eine ist da hinten, fünf. Okay. Das ist, wenn die hier fertig sind. Dann, okay. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ja, Beton. Es ist der Beton, der halt, ne? Okay, Beton. So, ich lasse noch mal ein bisschen schneller laufen. Aber wir haben immer noch kein Baby geboren, schade. Das hätte ich gern auch geschafft. Weil da kriegst du auch nochmal zusätzlich belohnt. Das ist nicht nett. Naja, wir haben ja noch ein bisschen. Ein bisschen haben wir noch. Mal abwarten. So, hier ist gleich alle. Ich weiß gar nicht, wie weit die hier runtergraben. Ich glaube, bis das hier alle ist, ne? Ah, ist noch genug da. So, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt gehen die Sonnenkollektoren nämlich gleich weg. Weil es dunkel wird. Und ja, dann machen wir trotzdem noch. Dann machen wir immer noch genug. Ja. Die Rakete startet. Nicht funktionierende Gebäude, hey. Ja, nur weil eine Rakete gestartet. Gut, die Rakete ist weg. Geil, die nächste Rakete, die auf eine Mission geht. Da bin ich immer gespannt, weil da war es ja so, dass wir hier, ne, neue Technologien. Fliegt zu einer Planetenanomalie. 5 Stunden. Okay, das war ja nicht mehr lange. Ich bin mal gespannt, ob die wieder zurückkommt. Das stand nämlich nicht dabei. Oder habe ich da irgendwas verlesen? Mehrere eigenartige Signale. Die Zone, Ergebnisse, neue Technologien. Fortschritt fliegt zu einer... 5 Stunden? Nö. Steht nicht da. Ich denke mal, die wird wieder zurückkommen. Aber wenn nicht, dann würde das wahrscheinlich da stehen. So, das ist die. Genau, hier kriegen wir nochmal 8 Drohnen. Okay. Wo lassen wir die am besten landen? Ich hätte sie ja schon... Warum hat die nicht auch den Drohnen-Hub? Elektrofabrik, Maschinenfabrik, steuerter Kommandeur. Ne, die hatten wir schon, ne? Der Lagerraum ist voll. Ja, toll. Toll, dass jetzt der Lagerraum voll ist. Ach, die Dinger müssen ja auch gewartet werden. Ach du Scheiße. Okay, Polymere. Nice. Das ist natürlich... Nice. Er sagt nice. Du Trottel. Drohnen sind überlastet. Ich weiß doch, Mensch. Es fehlen ja auch 5er. Ich hoffe, dass die Rakete, wenn die wiederkommt, mir die Drohnen wieder zurückgibt, ne? So. Aber ich kann nicht sagen, ne? Drohne für Neuzuweisung einpacken. 5 Drohnen einpacken, okay. Die werden dann quasi hier reingepackt, oder wie? Ich habe keine Ahnung, ehrlich. Damit habe ich mich immer noch nicht so beschäftigt.
So, du hast jetzt 9 Metall. Haben wir jetzt hier noch irgendwo was? Sieht ja nicht aus, ne? Ja, was ich mit den Teilen mache, weiß ich nicht. Ob ich da drauf Kuppeln bauen muss oder so. Keine Ahnung. Da bin ich absolut überfragt, was das angeht. Ja. Hier, da kannst du hier die mal... Nein, kannst du hier ausladen. Oh, komm, komm schon. Komm her, komm. Ja. So, jetzt mach das. Da hatte ich am Anfang, wo ich es erstmal gespielt habe, war ich übelste Probleme damit gehabt, diese Roboter zu bedienen. Obwohl es eigentlich ganz einfach ist, ne? Das glaubst du nicht. So, 83%. 0 Stunden. 84%. Der ist gleich da. Gleich ist er da. So, nicht funktionieren die Gebäude, weil es Lara voll ist. Ja, das wissen wir ja mittlerweile. So, wie sieht's aus? Beton kommt noch gut rein. Betonlager ist natürlich leer. Das ist natürlich ärgerlich. Beton, Nahrung, Metalle. Edelmetalle brauchst du ja auch nicht einlagern. Planetenanomalie analysiert. Neue Technologien können erforscht werden. Okay, nice. Und die kommt Tatsache zurück. Kehrt von einer Planetenanomalie zurück. Okay. Lass uns mal durchlesen. Neue Technologien könnten erforscht werden. Ja, ja, bist du ruhig. Du liest sie noch in Englisch vor. Wir wollen ja uns Deutsch lesen. So. Für jene, die wissen, wo sie suchen müssen, ist die karge Landschaft des roten Planeten eine wahre Schatzkammer, voll von unentdeckten Wissen und Wundern. Selbst der kleinste, schlichteste Stein kann die Antworten auf Geheimnisse liefern, die die Menschen schon seit Generationen beschäftigen. Manchmal bedarf es nur einer einfachen Entdeckung, um uns der Größe des Universums bewusst zu werden und über die Grenzen unserer Existenz hinweg in die Zukunft zu blicken. Effekt: Die folgenden Technologien sind auf der Forschungsanzeige erschienen. Feuchtigkeitsgewinnung, Riesenlager, oh geil, Wasserextraktion aus der Tiefe, das marsianische Netzwerk, kreatives Gemüt und nukleares Terraforming. Ach du Scheiße. Nice. So, da gucken wir uns das Ganze mal an. Hier haben wir nukleares Terraforming. Schaltet folgendes Spezialprojekt frei. Polarkappen schmelzen. Mehr Wasservorkommen verfügbar über Planetenansicht. Dies wird die erste von tausenden Welten sein, die wir Leben schenken. Denn wir sind Götter und wir sind einsam. Also werden wir zu Schöpfern. Ja. Okay. Dann haben wir hier Feuchtigkeitsgewinnung. Erzeugt Wasser aus der Atmosphäre. Das sind doch diese... Ah, die kann ich jetzt erforschen. Okay, nice. Geil. Die haben ja schon stehen, zwei Stück. Konnten wir aber noch nicht bauen. So, dann haben wir hier unten Riesenlager. Neues Gebäude, großer Wassertank. Speichert sehr große Mengen Wasser. Neues Gebäude, großer Sauerstofftank. Speichert sehr große Mengen Sauerstoff. Ach, echt? Ist ja krass. Okay, cool. Auch nice, ganz ehrlich. Das marsianische Netzwerk. Ah, bin ich mal gespannt. Neues Spitzengebäude, Netzwerkknoten. Erhöht die Forschungsleistung aller Forschungslabore und Hawking-Institute in der Kuppel. Der schnelle Austausch von Informationen sowie der einfache Zugriff darauf können die Forschung um ein Vielfaches beschleunigen. Das machen wir gleich mal. Wasserextraktion aus der Tiefe ermöglicht die Nutzung von tiefliegendem Wasservorkommen. Wir gehen davon aus, dass sich unter der Marsoberfläche Wasserreserven von der Größe des oberen Sees verbergen. Forschungskosten, okay. Kreatives Gemüt, das hatten wir schon, ne? Durchbruch. Gestaltete Aufforstung. Neu gewachsene Wälder können neue Aussichten und Forschungsstätten schaffen. Wenn wir die Dinge in ihrer wahren Natur betrachten, dann ist jeder grüne Baum weit herrlicher, als wenn er aus Gold und Silber gemacht wäre. Oh, okay, krass. Also diese Riesenlager, die sind jetzt quasi für Wasser und... Ah, okay. Tja, aber krass.
Genial. So, wie sieht's aus? Hier fehlt noch eine Menge Beton, Freunde. Eine Menge Beton. So, hier, die Rakete ist auch gleich da. Die würde ich dann mal hier unten irgendwo hin parken, weil da oben brauchen wir den Platz. So, du darfst da mal hinparken. Mit der weiß ich noch nicht, ob wir die wieder hier parken lassen. Werden wir sehen. Mit was kommt denn die jetzt hier eigentlich an? Ferngesteuerte Kommandeur, Drohne, Maschinenteilefabrik, Elektronikfabrik und 80 Elektrogeräte. Elektronische Geräte so rum. Ja, aber wie geil doch, oder? Also ich würde sagen, wir lassen jetzt die Rakete noch landen. Dann wird die irgendwann noch zurückkommen. Also ich bin gerade so extrem gehypt. Das glaubt ihr mir nicht. Das macht aber so viel Spaß, ey. Ich will nicht aufhören, ich will weiter spielen. Ich will zocken, durchzocken, die ganze Nacht. Nein, natürlich nicht. Aber es macht schon echt Spaß. So, Nutzlast. Alles klar. Drohnen 4. Hä, hey, hat er jetzt hier nicht 7? Wieso hat er 7 und die Rakete hat immer noch? Hä? 5. 4. Kapazität voll. Haben die jetzt hier? Nee, hä? Ach, die Rakete hat auch nochmal 4 mitgebracht, oder wie? Das verstehe ich jetzt nicht. Die Drohnen wurden zum Ferngesteuerten genommen. Ach, der Kommandeur bringt, glaube ich, selber nochmal 4 mit, ne? Nice! Dann können wir die doch da hinpacken. So. Ist der jetzt hier voll? Wo schicke ich denn den jetzt am besten hin? Ich würde das mal da hinsetzen. So. Er hat nur noch die elektronischen Geräte. Genau. Und jetzt muss er halt noch betankt werden. So, wie gesagt, den schicke ich jetzt nur dahin aus folgendem Grund. Dass der schon mal da steht. Und er hat jetzt 19 von 20. Da fehlt uns noch ein. Oh, Juck. Die sind ja schon wieder da. Ach. Ja gut, nochmal. Okay. Da können wir dich doch eigentlich hier daneben landen lassen, oder? Ja, warum eigentlich nicht? Lass die daneben landen. So, dann könnt ihr die nämlich alle wieder auspacken. Dann können die nämlich hier mitarbeiten, weißt du? Dann würde ich sie vielleicht noch ein bisschen weiter runterfahren. So. So, naja. Genau so machen wir es. So. Genau, perfekt. Dann könnt ihr nämlich hier schön dann die Rakete bedanken. Dann schicken wir die, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwas Geiles, was wir machen können? Warte mal, lass mal gucken. Jetzt bin ich hier auf den Trichter gekommen, ne? So. Ach du Scheiße. Erhöhe die Sponsorforschung im Austausch für den Bau und Start eines Expeditions starten. Da brauchst du 100. Ach du Scheiße. Okay, das ist jetzt mir erstmal ein bisschen zu heikel. Hier brauchen wir 50. Das könnte man machen. Gewährt Geldmittel, wiederholter Einsatz dieses Projekts führt zu geringeren Gewinn. Ach so, das ist jetzt... Seht die Satellit starten. Ach so, das ist... Das wollen wir nicht. So, was machen wir hier? Die Rakete geht verloren. Lass einen künstlichen Schild aufsteigen, um das Magnetfeld des Planeten zu verbessern, Solarwinden entgegenzuwirken und die Atmosphärenverlust zu verringern. Die eingesetzte Rakete kehrt nicht zurück. Das könnten wir noch machen, oder? 80 Metall, Sprit, das ist ja kein Thema. Welche lassen wir da starten? Nehmen wir die Freundschaft 2, oder? Komm, dann nehmen wir die Freundschaft 2, dann machen wir das, los, komm. Expedition aussenden, Freundschaft 2, schicken. Die Rakete, die in diesem Spezial zugeht, verloren. Bist du sicher? Ja. Wir zerstören alle Freundschaften. Okay, so. Hier brauchen wir noch 12 Beton. Wahrscheinlich gleich nur noch 11. Genau. Einer liegt schon wieder da, parat.
hier ist eigentlich fertig. Die könnten hier eigentlich voll viel wegholen, ne? So. So. Jetzt haben wir hier wieder 20 von 20. So, als nächstes brauchen wir nur einen neuen Drohnen-Hub. Hier haben wir noch ein Ladegerät. Baue ich den vielleicht dahin? Das wäre eigentlich doof, ne? Oh, Sektor-Scan. Oh, eine neue Anomalie gefunden. War ich denn hier mein Erkunder? Hier. Das gleich dahin. Sehr schön. Ja. Okay. Ja, hier, wie gesagt, hiermit habe ich keine Ahnung. Komfortboost. Verbessert den Komfort aller Wohnorte, die sich innerhalb einer Kuppel befinden. Aber wie baue ich das ab? Das ist halt die Frage. Oder kriege ich da irgendwie was raus? Oder muss ich die Kuppel da drauf sehen? Ich habe keinen Plan, ehrlich. Das ist mir ein bisschen... verbleibende Ressourcen im Vorkommen. Ja, Kolonisten. Ja, das ist mir klar. Komfort, bla 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 bla, aber... Landschaftsbau, ja, ja, wissen wir. Aber so, absolut, ne? Kein Plan. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier in der Folge Feierabend. In der nächsten Folge gucken wir dann, dass wir endlich diese Kuppel fertig kriegen. Mein Gott, ey, oh, es dauert ja nicht mal lange. Die sollten wir fertig kriegen. Und ja, dann stoppen wir die nächste Rakete ins Verderben. Hoffe ich doch. Und so weiter und so fort. Ja, denkt bitte an Feedback. Würde ich mich immer wieder sehr drüber freuen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin. Ciao, ciao.